Sie haben ja gesagt, dass Sie auch überlegen, auch Englisch zu singen. Sind auch als Deutschsängerin bekannt, also Sängerin, die halt deutsche Lieder, nach deutsche Musik nach vorne bringt, sozusagen. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Deutsch singen und Englisch singen? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist auch das deutsche Singen total emotional, weil also gerade in Deutschland hat man Leute, die die Texte dann auch verstehen und das auch mitfeiern und zelebrieren. Aber der deutsche Gesang, also die deutschen Texte sind von der Form her härter und schwerer zu singen als das Englische, einfach deswegen, weil das ist nicht so weich, die Sprache. Also man hat im Englischen halt the und it's, kann ich jetzt nicht beschreiben. Also auf jeden Fall ist es alles smoother und alles ein bisschen weicher. Und im Deutschen ist es, man hat die harten Konsonanten und dadurch ist es nicht einfach zu singen. Also ich muss sagen, dass ich manchmal mehr an meinen deutschen Songs länger üben muss, als an englischen Balladen zum Beispiel. Man hat ja bis jetzt gesehen, dass Sie nicht nur langsame Songs, sondern auch halt auch schnellere Songs gerne singen. Genau, also klar, die Balladen sind so meine Herzensangelegenheit, sehr emotional und ich mag das voll gern. Aber ich muss sagen, dass auch schnelle Nummern wichtig sind. Gerade wenn du eine Bühnenshow abliefern musst, dann musst du die Leute unterhalten und die müssen mit in Bewegung sein, mit abdancen wollen, also sich bewegen wollen. Und das gehört einfach auch dazu, zu einer Show, die man halt dann abliefern muss. Oder kann oder will vor allem. Und deswegen sind mir auch die schnellen Nummern sehr, sehr wichtig geworden. Ja. Sie sind ja die jüngste DSDS-Siegerin. Mhm. Wie wichtig war Ihnen dieses, sozusagen, noch ein Titel dazu, muss ich sagen? Ja, also dass ich jetzt mit 16 auch gewonnen habe, das ist ja schon eine ziemliche Ehre. Also ich hätte niemals gedacht überhaupt, dass ich so weit komme, weil man ist mit 16, ich war noch ziemlich kindlich, ja. Ich hatte keine Ahnung vom Business, ich wollte nur rauf auf die Bühne, mein Go war Bühne, Bühne, Stage und nichts anderes. Und dann hat man natürlich noch den Titel, also als jüngste Gewinnerin. Und das ist, ich glaube, also wenn die das Format nicht verjüngen, ja, also dass sie das jetzt 15, 14 oder 13-Jährige mitmachen dürfen, dann werde ich den Titel auch behalten. Und das finde ich total cool und freut mich sehr, ja. Wie sehr hat sich Ihr Leben nach diesem Sieg verändert? Also musikalisch ist natürlich total viel passiert. Ich bin mit Dieter ins Studio, wir haben ein Album aufgenommen, ich habe viele Videodrehs gehabt, ich war in diversen Fernsehsendungen, ich habe viele Auftritte vor einem tausendfachen Publikum. Ich war mit Andreas Gavé auf Stadiontour, ich war mit Ella Endlich auf Tour, auch eine ganz, ganz tolle Sängerin, die auch ja in der Jury war bei DSDS. Und ja, also es ist einfach musikalisch viel passiert. Ich bin immer noch dieselbe geblieben, sehr am Boden geblieben. Und ja, von mir hat sich, also ich als Person habe mich nicht verändert, aber ja, also musikalisch ist viel passiert. Was wollen Sie noch musikalisch erreichen? Was sind denn noch weitere musikalische Ziele? Also mich weiterzuentwickeln irgendwann mal. Der größte Traum eines jeden Künstlers ist es, einen Hit zu schreiben, der durch die Decke geht, der im Radio gespielt wird, rauf und runter. Das ist der größte Traum, dass ich irgendwann mal einen Hit habe, einen Song, der wirklich durch die Decke geht. Und ansonsten einfach noch ein bisschen poppiger zu werden, emotionale Songs weiterhin zu schreiben und das Publikum abzuholen.